Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einem kleinen Special. Wir haben uns überlegt, dass wir ab sofort immer mal wieder Videos machen, wo wir euch interessante Spiele vorstellen, die wir gerne zeigen würden. Da wir aber natürlich nicht alle zeigen können, weil sonst viel zu viel wäre, wollten wir euch da ein bisschen an der Entscheidung teilhaben lassen. Und Fabi wird euch jetzt mal vorstellen, um welche Spiele es heute geht. Genau, denn in den nächsten Monaten werden ein paar Spiele kommen, wo das, wie Kadi auch schon gesagt hat, einfach zu viel wäre, wenn wir davon alle auf den Kanal packen wollen. Deswegen haben wir uns überlegt, stellen wir euch einfach mal 5 Titel vor und ihr könnt uns dann in die Kommentare reinschreiben. Am besten wäre so eine Top 3 von den Spielen, von den 5 Titeln. Und dann können wir nämlich sehen, was für euch davon so gefällt und würden dann halt danach auch so ein bisschen uns richten, was wir davon auf dem Kanal zeigen würden. Genau. Angefangen, One Piece Pirate Warrior 3. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen in dem Manga-mäßigen mit drin ist. One Piece ist eine Story, die ich sehr geil finde. Und in Pirate Warrior 3 geht es eben darum, dass die ganze Geschichte von Anfang, also es ist nicht so mittendrin, wie der Name verlauten lassen würde, sondern es fängt ganz von vorne an und geht sogar bis zu den aktuellen Manga-Teilen. Also da würden wir halt die ganze One Piece-Story dann zusammen durchspielen. Sieht ganz cool aus. Ist so ein bisschen so wie Dynasty Warriors aufgebaut, wem das was sagt. Ich verlinke natürlich die ganzen Titel unten in der Infobox. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Und wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Genau. Als nächstes natürlich ganz groß, werden wir wahrscheinlich auch in unserem Gamescom-Video ein bisschen ankündigen, Fallout 4. Und ist wahrscheinlich das meist vorbestellte und gehypte Spiel, was rauskommen wird. Man hat ultra viele Freiheiten. Das Spiel kann größer werden als Witcher, wie auch immer. Und kann auch vom Charakterdesign her, man kann so vieles verändern. Das ist wirklich ein Titel, wo ich sagen, ist halt in so einer Endzeit-Story ein bisschen angesiedelt, nach einem Nuklearschlag, wie dann halt mal versucht, wieder so alles aufzubauen. Und einfach nur groß. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir dazu so ein bisschen was schreibt, ob euch solche Endzeit-Sachen auch in der Art gefallen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was gut was hermacht und wo wir bestimmt auch auf der Gamescom euch so ein bisschen was zeigen, wenn wir es dürfen. Ja, ich muss sagen, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt bei der ersten Vorschau. Auch wieder in der Infobox natürlich drin. Das andere, Mad Max, ist quasi, ich will nicht sagen, das etwas bösere, kleinere Fallout, aber es spielt auch nach einer nuklearen Katastrophe, wo eben man in dieser Welt versucht, wieder sein Auto zusammenzubasteln, um die Ressourcen kämpft, auch eben so nach einem nuklearen Schlag, aber halt alles so ein bisschen vielleicht düsterer, gemeiner, will ich nicht unbedingt sagen. Aber bei Fallout ist viel mehr bei dem Außenrum. Man kann sich sein Haus bauen. Und bei Mad Max ist es halt eine Geschichte, die man durchspielt mit nicht ganz so vielen Möglichkeiten außenrum. Dafür vielleicht eine genauere Geschichte. Also es ist schwierig, da zu trennen. Aber natürlich hat man da auch jede Menge Möglichkeiten, sich selber zu gestalten, sein Auto umzubasteln bis zum geht nicht mehr. Und man trifft jede Menge abgefreakte Charaktere, so ein bisschen in der Variante auch, wer es von euch vielleicht kennt, Borderlands ist ja auch so ein bisschen alles so Steampunk-mäßig und das ist auch in der Sache so. Das andere, Blood Bowl 2, vielleicht kennt jemand von euch das Einser, ist im Endeffekt Rugby in durchgeknallt. Oh ja. Es gibt aus dem Warhammer-Universum natürlich die ganzen Völker, Dunkelelfen, Waldelfen, Skaven, also so diese rattenmäßigen. Und im Endeffekt geht es darum, man muss den Schiedsrichter bestechen, damit man ein bisschen mehr Chancen hat. Und dann mit möglichst viel Blöden und sonst was wie Manövern den gespickten Rugbyball ins Feld des Gegners rüberzubringen. Also normale Rugby-Regeln mit Extras. Gewalttätigen Extras. Habe ich natürlich auch in die Infobox gepackt. Habe ich früher als Brettspiel gespielt, war sehr lustig. Und dann würden wir, wenn wir das zusammen spielen, uns ein Team zusammenbasteln und gucken, ob wir da die Meisterschaft und sowas bekommen. Hat auch einen Story-Mode, der nicht schlecht sein soll. Man hat quasi dieses Menschenteam, was ja, seinem Glanz hinterherhinkt. Und im Endeffekt muss man es wieder an die Spitze treiben, so wie bei den meisten von diesen Story-Spielen. So aller, ja, wir bringen die Kickers wieder nach oben. Man kennt es ja, man hat so ein abgewracktes Team und dann muss man es an die Spitze bringen. Das ist so ein bisschen was von einem Hollywood-Film. Die ersten sein. Die Story ist bekannt. Aber wo wir schon bei Warhammer sind, kommen wir auch zu unserem letzten Titel. Warhammer End Times Vermintide ist quasi ein Warhammer-Rollenspiel. Sehr düster, bisschen brutaler, bisschen sehr brutal. Man spielt einen Inquisitor, man kann es auch im Multiplayer spielen, habe ich gesehen.
Und dann geht es darum, sich eben durch riesige Horden der Skaven, wie ich eben schon erwähnt habe, dieses Rattenvolk, was die Städte versucht zu überrennen, durchzubekämpfen, so ein bisschen im Stile von, naja, wie heißt es, von diesen ganzen, die jetzt auch Bloodborne in diese Richtung eben geht. Und ist recht düster. Guck mal, ob wir da vielleicht auch schon ein bisschen ein paar Videos vorher machen können, als so kleine Infos auch von der Gamescom. Sieht ganz gut aus. Ich als alter Warhammer-Fan bin natürlich in solchen Spielen immer, gehe ich da natürlich sehr auf. Aber da lassen wir euch auch so ein bisschen die Entscheidung, wie es euch gefällt. Und vielleicht, wenn ihr euch dafür entscheidet, würden wir das dann sogar zusammenspielen. Natürlich wäre das auch eine Option bei anderen Titeln, wie bei Blood Bowl zum Beispiel, dass wir da auch sagen, hey, komm, wir gucken mal, dass wir da zusammen unser Team so ein bisschen aufbauen. Ist bei den ganzen Titeln so ein bisschen die Option, dass ja die alle so die Möglichkeit haben, auch bei One Piece, hat auch einen Local Co-op, aber das soll mal nicht die Entscheidung hier beeinflussen. Im Endeffekt, schreibt uns in die Kommentare, am besten wirklich die Top 3. Genau. Dann können wir so ein bisschen aussortieren, je nachdem, wie viel Zeit ist, ob wir dann einen reinnehmen können davon, einen Titel, zwei, drei. Und danach würden wir uns dann richten. Wir freuen uns auf eure Meinung. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir gucken mal, ob wir dann häufiger mal solche Videos machen, damit ihr ein bisschen die Möglichkeit habt. Genau, immer mal wieder, wenn wir ein paar Spiele zusammen haben, dann wird es wieder so ein Video geben. Macht's gut. Ciao, ciao.